kurz vor der Grenze nach Slowenien. Slowenien? Dann wird er zu Slowak, Joe. 10 Minuten noch. Dann. Benni, Slowenien oder Slowakei? Slowakei. Okay, danke. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich habe gerade das Roadbook geschrieben. Wir haben uns gestern so hardcore verfahren. Wir haben im Roadbook, wie soll ich es am besten sagen, anders. In der Schule gibt es ja dieses Ding, wo die Lehrer sagen, lest euch erst den Aufgabenzettel bis zum Ende durch, statt bei der ersten Sache gleich loszulegen. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Und dann haben wir nur gelesen, Prag, Benny hat gesagt, Statue kenne ich. Hin. Also haben wir uns Richtung Prag navigiert und irgendwann haben wir in dieser Find Penguins App, in der alle miteinander verknüpft sind, wo man gucken kann, wo die anderen sind, festgestellt, dass alle ganz woanders sind als wir, nämlich nördlich von Prag und wir waren südlich von Prag und wir gesagt haben, ups, jetzt haben wir ein Problem. Dann haben wir herausgefunden, wo wir abends sein sollten, in welcher Region, und haben festgestellt, dass wenn wir jetzt noch Vollgas fahren, wir erst um 11:15 da sind und damit wir den Anschluss an der ganzen Gruppe nicht verpassen, haben wir dann alle Challenges geskippt und haben einfach gesagt, so jetzt geht's nur noch dahin. Gucken wir heute mal, dass wir ein paar mehr Punkte sammeln. Wir haben uns zumindest mit Kartenmaterial von einem Holländer, der neben uns stand, versorgen lassen und konnten jetzt genau gucken, wo wir heute hingehen, dass wir jetzt quasi für uns einen Tag verspätet richtig in die Rallye einsteigen. Los geht's. Ganz los geht's nicht. Benny hat es gerade noch mal zu Decathlon verschlagen, weil wir nicht auf dem Boden sitzen wollen. Kaufen wir uns noch Campingstühle und einen Tisch und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die uns aufgefallen sind, damit wir auch voll ausgestattet sind. Und dann geht es tatsächlich los jetzt von hier Olmütz, wo wir sind, nach Budapest ist heute das Tagesziel. Alles gekriegt? Alles gekriegt. Zwei Stühle, damit wir nicht immer auf dem Boden sitzen müssen. Die hattest du doch auch in dem Paket, was nicht rechtzeitig kam, oder? Alle diese Sachen waren im Paket, die jetzt bei deinem Vater. Da kann der Uwe sich dann beleuchten, Solarium aufbauen. Genau. Ja, und Mückenspray hier. Garantiert nicht zugelassen in Deutschland mit extra viel DEET. Perfekt. Wir haben die Aprikose gegen etwas Blaues getauscht. Das ist mega. Auch minimal schwerer. Ihr müsst etwas Gesundes, ne? Banana Joes unterwegs. Wir sind gleich in der Slowakei. Kurz vor der Grenze nach Slowenien. Slowenien? Und wird er zu Slowak, Joe. 10 Minuten noch, dann. Benni, Slowenien oder Slowakei? Slowakei. Okay, danke. Ja, ich wollte Katrin nur verwirren. Ja. Kurzer Zwischenstopp beim Dr. Lidl. Wir mussten uns mal wieder versorgen mit Lebensmitteln, weil wir planen ja immer nur für einen Tag. Und Benny hat, glaube ich, wieder Gourmet. Achtung. Nudeln. Nudeln zur Vorspeise. Und? Als Hauptgericht. Und was haben wir noch? Und 8 Dosen Bier. Alkoholfrei. Die heutige Challenge, was wir hier machen. Das frage ich mich schon seit 3 Tagen, was wir hier machen. Nee, wir fahren jetzt zu so einem komischen Holzturm und müssen dann Fahrerwechsel machen. Stefan steigt zum anderen Auto über und der muss dann 10 Kilometer mitfahren und dem anderen Fahrer Witze erzählen. Und der andere Co-Pilot quasi kommt dann zu mir und muss mir Witze erzählen und wer als erstes lacht, hat verloren. Und das andere Team kriegt dann 10 Punkte, keine Ahnung. Ja, also ich
muss mal sehen. Ich habe noch hinten eine Packung so Panzertape, da verklebe ich mir dann den Mund mit. Ich bin abenteuerlich, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Hier ist schon Schneekettenpflicht. Mal gucken, wie wir da hier auflesen hier. Mal sehen, also wir werden das sehen. Ach, guck mal, da ist doch der mit der, der dir heute Morgen schon die Karte erklärt hat. Stefan, ich habe noch eine Frage kurz. Ja. Wir sind ja jetzt erst seit anderthalb Tagen unterwegs, ja. Aber gefühlt schon seit zwei Wochen. Warum haben wir das eigentlich seit Tagen nicht hingekriegt, mal überhaupt Geld abzuholen? Wir haben 0 Euro. Ich habe noch 1 Euro, den anderen habe ich ausgegeben jetzt für einen Parkbon, ja. Hier im Niemandsland. Aber wir haben, weil wir kein Geld mehr haben, Benni. Kann das sein? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, das ist das Problem. Das ist es. Mal gucken. Wir müssen jetzt vielleicht bei irgendeiner slowakischen Mama klingeln und fragen, ob sie uns einen Gulascheintopf macht. Den wir danach verkaufen. An das die Rallye-Teilnehmer. Ja. Ich habe gehört, das kommt immer richtig gut an. Genau. Wenn man so unter Freunden dann Sachen verkauft. Aber das Problem ist, bis die Frauen hier sind, ist der kalt. Die sind, glaube ich, 1,5 Stunden hinter uns, Benni. Wenn wir was können. Was können wir als Männerteam? Zu Lidl fahren. Zweimal am Tag können wir zu Lidl fahren. Ich habe schon zu Stefan gesagt, vielleicht sollten wir so einen richtig krassen Hack anwenden und eine Einkaufsliste schreiben. Mal gucken, wir geloben Besserung. Aber jetzt kommt etwas, was ihr nie vermuten werdet. Die verhassten Teams haben sich heute Abend zum Essen verabredet. Wir kochen für die Frauen. Wir kaufen ein. Wir kaufen ein. Das gibt das. Dreimal könnt ihr raten. Nudeln? Vielleicht auch Fusilli. Fusilli? Wir werden aber noch was holen, um sie zu überraschen. Und die Mädels bringen eine Tischdecke mit, weil wir haben ja heute Morgen beim Decathlon einen neuen Tisch gekauft. Aber nur 2 Stühle. Das wird also Reise nach Jerusalem. Mal gucken. Mit Blumen. Passen zu deinem Hemd, machen jetzt einen Schildkröten. Schildkröten. Ich habe aber noch einen Blumen, das ziehe ich morgen an. Wir werden jetzt noch kochen für die Frauen. Ob allerdings der Akku noch reicht und das Licht noch reicht, um das zu filmen, weiß ich nicht. Ich glaube, das will keiner sehen. Das will keiner sehen. Du kochst, Benni, haben wir darüber schon gesprochen. Hä? Ich habe schon gesagt, du bist heute dran mit Kochdienst. Ich habe doch gestern schon Nudeln gemacht. Ja, wir müssen mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass es noch klappt. Es wird nämlich gleich echt dunkel. Da hinten zieht noch ein Gewitter auf. Insofern machen wir an dieser Stelle Schluss für heute. Heute haben die Frauen gecheatet, sind Autobahn gefahren, weil sie gestern 140 Kilometer hinter uns lagen. Dafür haben sie Katrins Geheimjoker gezogen. Sie spricht ja Polnisch und das ist in Tschechien und der Slowakei sehr ähnlich. Ich dachte, du meinst ihre enge Kleidung. Ja, und enge Kleidung vielleicht auch. Jedenfalls haben die heute irgendwie 30 Zusatzpunkte gesammelt und sie meint, sie packt das nachher in die Story. Ich bin mal gespannt. Ich vermute, die haben entweder ein Schaf auf dem Fahrersitz gehabt, sich von einem Pferd ziehen lassen und dann gab es noch so ein paar andere Sachen. Ich bin echt gespannt. Aber heute, glaube ich, punktemäßig geht es an die Frauen. Distanzmäßig liegen wir immer noch vorn mit unserer roten Rakete. Also, wir sehen uns morgen.